Ja, lieber Roberto, vielen Dank. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen hier heute in Weißwasser. Und wir haben es ja schon eingangs besprochen, es ist so ein gewisses Déjà-vu. Vor 4 Jahren haben wir auch diesen Wahlkampf genauso in dieser Hektik wie jetzt kurz vorm Aufbau, wo man kurz vorher platzt, ne, dass noch nichts fertig ist und wir noch in den letzten Minuten hier alles anfangen. Sei es drum, so ist Wahlkampf. So habe ich das jetzt deutschlandweit mittlerweile erfahren. Das ist für mich ein bisschen schwieriger, jetzt diesen Wahlkreis komplett jeden Ort zu bereisen, wie wir es vor 4 Jahren noch gemacht haben. Das habe ich natürlich jetzt deutschlandweit, dieses kleine Problem, aber insgesamt, was ich so erlebe, was ich an auch an Menschen sehe, die zu uns kommen, die unsere Wahlkampfstände doch besuchen, dass das Interesse immer größer wird. Heute auch so eine tolle Veranstaltung, wo ich mich auch wirklich nochmal bedanke bei unserem Podium mit dem Landesvorsitzenden der AfD, mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden und Europaabgeordneten, dass die mich natürlich auch hier in meinem Wahlkreis so unterstützen, dass die mich auch die letzten Jahre, Monate auch bundespolitisch so unterstützt haben. Sie wissen immer, wie schwierig das ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen so von dem Inneren aus. Wir sind ja heute fast unter uns. Ich bin der einzige Ostdeutsche in diesem Bundesvorstand auch dieser Partei. Und auch wir als Ostverbände, trotz der guten und besten Ergebnisse, haben es auch in einer gesamtdeutschen Partei nicht so einfach. Das ist dieses Ost-West-Gefüge, was auch dort eine große Rolle spielt. Und da möchte ich mich wirklich nochmal bei den Beteiligten, die hier oben auf dem Podium stehen, wirklich herzlich bedanken. Das macht uns übrigens als AfD Sachsen auch so sehr aus, dass diese Unterstützung immer gekommen ist, dass die auch in mich Vertrauen gegeben haben, mich unterstützt haben, dass insgesamt überhaupt ein ostdeutscher Vertreter in diesem Bundesvorstand dabei ist. Und deswegen nochmal herzlichen Dank an euch drei, diese Unterstützung. Denn wie gesagt, auch das, und das ist in allen Parteien so, das hat die Linke erlebt, das hat die CDU erlebt, wo es kaum noch mittlerweile Mitglieder aus dem Osten in dieser Partei gibt. Deswegen haben die auch kein Verständnis mehr für den Osten und deswegen beneiden sie uns auch ein Stück weit. Und wenn man allein die CDU in Sachsen sieht, Jörg Orban wird das dann bestätigen, auch die ist ja mittlerweile durchsetzt von Westimporten. Jetzt kann man zu denen stehen, wie man möchte, aber im Endeffekt die wirklichen Probleme, auch unsere Gefühlslage, verstehen die einfach auch nicht mehr, weil die es einfach nicht kennen. Und die sind eben nicht diktatursozialisiert, würde unser Ostbeschimpfungsbeauftragter sagen. Die verstehen eben auch unsere Gefühle nicht. Und deswegen, wie gesagt, bin ich froh, dass ich das für die AfD deutschlandweit mittlerweile vertreten kann. Und Sie können sich vorstellen, auch wenn ich im Westen unterwegs bin, dort meine Reden halte, die sind immer ganz ohr, wenn ich Ihnen auch erzähle, warum der Osten anders tickt, warum die Sensibilisierung doch ganz anders ist, warum man hier wesentlich mehr AfD wählt, warum unsere Jugend im Übrigen AfD wählt. Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass ja aktuell die U18-Wahlen durch sind und auch dort die AfD die führende Partei ist. Und wir haben das höchste Bildungsstandard sachsenweit. Auch das ist interessant, wurde ja mal gesagt, das ist ein Bildungsunterschied, wenn man die AfD wählt. Ja, hier ist die Bildung laut Bildungsbericht am höchsten und die Jugend wählt AfD. Also die Argumente der aktuellen Politik, die ist einfach falsch. Im Gegenteil, man kann sagen, da wo der gesunde Menschenverstand noch wirkt, wie hier in Sachsen, ist die AfD die stärkste Partei. Das ist der Punkt. Ja, ich möchte natürlich jetzt auch einige Dinge mal zum Wahlprogramm insgesamt von uns auch geben. Ich möchte natürlich auch auf die Region eingehen, auf den Strukturwandel. Ich sage dazu gerne Strukturschwindel. Warum ich Strukturschwindel sage, werde ich auch an einigen Beispielen klar benennen. Gehen wir mal auf die insgesamte Situation ein. Wir haben aktuell erlebt und unser Wahlspruch, unser Motiv dieses Jahr ist Deutschland aber normal. Und ich finde, es gibt kaum einen besseren Bezug, was in diesem Land passiert, als dass wir uns diese Normalität ein Stück weit wieder wünschen. Denn was in diesem Land aktuell abgeht, hat mit Normalität fast nichts mehr zu tun. In allen Bereichen mittlerweile, in die wir mittlerweile auch von politischer Seite, von den Regierenden hineinregiert wird, kann man ja kaum noch von Normalität sprechen. Und gehen wir mal in den nächsten Punkt hinein, was Außenpolitik angeht, was ein wichtiges Thema ist, was aber auch kaum benannt wird. Es geht ja scheinbar nur um Klimakrise und wir werden die nächsten Jahre ja fast alle mit Überschwemmung heimgesucht und wir werden fast alle sterben. Gestern habe ich übrigens, oder vorgestern war dieses Triell von den drei Kanzlerkandidaten, Siegbert hat es kurz erwähnt, wo Frau Baerbock tatsächlich gesagt hat, also 2100 steigt der Meeresspiegel um 7 Meter. Um 7 Meter.
Also das sind Aussagen einer Kanzlerkandidatin, wo man sich wirklich bis an den Kopf greift und wo man sich wirklich fragt, was ist mit dieser Frau eigentlich passiert. Da regt sich niemand auf. Es wird einfach hingenommen, es wird einfach Schwachsinn hingenommen und so wird die Menschen und auch die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Ja, jetzt kurz zur Außenpolitik. Also wir erleben es ja aktuell nach dem Abzug gerade der westlichen Truppen aus Afghanistan beginnt und Sigmar Röse hat es eindringlich auch erwähnt, nach seinem Besuch in der Türkei die nächste Migrationswelle Richtung Europa sich zu bewegen. Und die westlichen Demokratien, auch das muss man ja ehrlich sagen, wollten unsere Ideen der Demokratie in ein Land bringen, die wahrscheinlich nicht dazu bereit waren und wahrscheinlich auch nie bereit sein wollen. Das muss man ja einfach sagen. Krieg kann man eben nicht mit neuen Krieg bekämpfen. Und wir sind als, so benenne ich mich uns noch, mittlerweile als einzige Friedenspartei, auch eine, wir haben in diesem Land gesehen, dass man eben eine Ideologie nicht mit neuen Ideologie bekämpfen kann. Die Leute waren, wie gesagt, nicht bereit und die westliche Gemeinschaft muss sich einfach auch ehrlich machen. Wir sind absolut in Afghanistan, übrigens ein völkerrechtswidriger Einmarsch, wir sind dort gescheitert, das muss man sagen. Und nun sind ausgerechnet wir, Deutschland wieder es, die mit dem Befolgen der Bevölkerungswanderung zurechtkommen müssen. Nicht die USA. Und das sage ich ganz bewusst. Schauen wir uns mal die letzten Jahrzehnte Friedenspolitik, Demokratiepolitik in der Welt an. Wo waren denn die Amerikaner überall? Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan, das beste letzte Beispiel, Nicaragua. Alles Länder, die demokratisiert werden sollten. Alles Länder, wo es nicht funktioniert hat. Alles Länder, wo im Endeffekt die Migration erst begann, beziehungsweise die Migrationsströme sich Richtung Europa zu bewegen. Also die Amerikaner sind eigentlich das wohl größte Übel, die diese Kriegspolitik betrieben haben. Das erwähnt in den Medien kaum einer. Über die Ursachen wird kaum geredet, dass das gescheitert ist. Und deshalb müssen wir auch ganz klar mal sagen, wenn das sich zum Beispiel Russland erlaubt hätte, im Umkehrschluss, was wäre dann los? Wir hätten wahrscheinlich schon den dritten Weltkrieg. Ich sage es ganz bewusst und deswegen müssen wir uns auch mal als souveränes Land, wenn wir souverän sein wollen, die Frage stellen wollen und sollen, wie wir es insgesamt in der NATO, aber auch mit Amerika weitergehen soll, liebe Freunde. Ja, und wir müssen uns natürlich für Deutschland, aber auch für Europa insgesamt überprüfen lassen, inwieweit Grenzschutz und Abweisung eben nötig ist oder ob das Asylrecht auszusetzen, ob das eine Option ist. Auch das müssen wir prüfen. Oder ob die geltende Rechtslage eigentlich dazu insgesamt noch ausreicht. Und da müssen wir uns auch ehrlich machen und klar sagen, geht nicht, gibt's nicht. Wir haben es ja erlebt 2015. Sigmar Röse hat es klar gesagt, das wollen wir nicht wieder haben und wir brauchen auch tragbare Lösungen in Europa, aber auch andere europäische Staaten können wir dort gerne als Beispiel nehmen. Nehmen wir zum Beispiel als Beispiel Dänemark. Dänemark, um das mal hier zu zitieren, hat im Juni ein Gesetz verabschiedet. Asylsuchende werden ohne Verfahren in Asylzentren in Drittstaaten abgeschoben und warten dort auf Bearbeitung ihres Antrags. Bei positivem Bescheid bleibt der Asylant im Drittstaat oder wird in ein UN-Flüchtlingslager verlegt. Und das ist das Ziel, wohlgemerkt, des sozialdemokratischen Dänemarks. Also wir reden hier nicht von einem populistischen, rechten Dänemark, sozialdemokratisches Dänemark. Eine ganz normale Forderung und die sagen ganz klar für sich, die Dänen, null Asyl in Dänemark, null Asyl in Dänemark. Und das ist genau auch unser Ziel, was wir als AfD verfolgen, dass diese Asylforderung aufgenommen wird und dem müssen wir uns auch anschließen. Ja, und mittlerweile gibt es ja auch einige andere europäische Staaten, zum Beispiel Österreich, auch die nicht, wie ich aktuell erfahren habe, nicht von Rechtspopulisten dominiert, sondern mit einer schwarz-grünen Regierung, auch die sagen, nee, null Asyl in Österreich. Also muss man das kann auch Vorbild für eine doch souveränes Land wie Deutschland mal werden, aber wahrscheinlich kommt das aktuell nicht in Frage, wir machen ja weiter. Also unser Asylmodell, auch das der Alternative für Deutschland, auch das, was unser Wahlprogramm besagt, zeigt zum Beispiel ganz klar auch diese Forderung auf und wir sind in der Tat keine Unmenschen, wie uns das immer unterstellt wird. Unser Asylmodell sagt ganz klar, den Leuten in der Heimatregion helfen, das ist für uns Grundvoraussetzung und das wollen wir auch. Schutz- und Asylzentren in sicheren Drittstaaten unter UN- oder EU-Mandat, wo über den Antrag entschieden wird und natürlich die Rückgabe, und das ist, denke ich, ganz wichtig, der Kompetenz für Asylgesetzgebung von der EU auf die Nationalstaaten. Wir wollen keine Quotenregelung, die uns Brüssel aufdrängt und uns sagt, wie viele Asylanten wir aus welchem Land auch immer aufnehmen wollen. Nein, wir wollen es in Berlin, wir wollen es als Deutschland, als souveräner Staat selber entscheiden, bis dahin und nicht weiter, ja oder nein. Das hat uns niemand aufzudiktieren. Ich denke, das ist auch ein Stück weit zur Rückkehr der Souveränität, was wir fordern. Und deshalb für uns ganz klar,
wir wollen 2015 nicht wiederholen und aktuell, was wir sehen, was durch die Hündert hier passiert, was niemand erwähnt, es passiert aktuell wieder durch die vielen Flüge, die stattfinden, durch den Mobilität der Ortskräfte, die uns hier vorgegaukelt wurden, wo schon wieder vor allem Straftäter in dieses Land gekommen sind, die bereits abgewiesen wurden. Also was für ein Wahnsinn passiert in diesem Land. Straftäter, die hier Frauen vergewaltigt haben, die hier teilweise schwere Straftaten gemacht haben, wurden abgeschoben und die kommen über diese Gesetzgebung, über sogenannte Ortskräfte-Mandate wieder zurück. Das ist unverhältnismäßig, sowas kann nicht passieren und darf nicht passieren und das besprechen wir als AfD an und das muss ich auch unbedingt beendet werden in diesem Land, liebe Freunde. Ja, und ich will mal eingehen, insgesamt, was auch für uns, was für mich natürlich wichtig ist, wir sind alle, und das geht Ihnen sicherlich genauso, in großer Sorge, was in unserem Land abgeht, über den Zustand unserer Heimat und auch über die Zukunft unseres Landes. Und ich will es immer wieder sagen, für was ich auch kämpfe, auch wenn teilweise natürlich in den Medien, und darauf komme ich dann noch zurück, teilweise wirklich verfälschte Sachen drin steht, über die wirklichen Probleme in diesem Land kaum noch gesprochen werden. Es ist nämlich unser Land, es ist unser Land, in dem wir leben, in dem wir arbeiten, es ist unser Land, was von vielen Seiten aber auch bedroht ist, vor allen Dingen von Politikern, sogenannten Regierenden und politischen Eliten. Das aktuelle Beispiel des Regierungsversagens unter Angela Merkel, die ja nun Gott sei Dank und ich hoffe dann auch für immer von der Bildfläche verschwindet und nicht in irgendeiner anderen Position in Europa oder sonst wo noch auftaucht. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass die Verlängerung zum Beispiel der epidemischen Lage, Notlage, wie man so sagt. Und da hat ja die GroKo am 25. August diese auch im Parlament wieder durchgeboxt, wieder besseren Willens, übrigens gegen eine große Mehrheit der Opposition, aber auch in den eigenen Reihen. Also selbst 10% der CDU-Abgeordneten sind dem nicht mehr gefolgt, aber es hat eben gerade noch so gereicht für die Verlängerung. Wir haben es erlebt, 253 Abgeordnete waren dagegen, 5 Enthaltungen und die haben in wieder besseren Wissens und gegen jegliche gesamtgesellschaftliche verantwortete Vernunft gehandelt. Und ich habe mir diese Rede, und vielleicht haben Sie die auch gehört, von unserem Bundesgesundheitsminister Spahn angehört, und da ist es mir wirklich ein Stück weit eiskalt den Rücken hinuntergelaufen, indem er gesprochen hat und gesagt hat, zweimal in seiner Rede, wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit. Und damit zeigt sich eigentlich, wessen Geisteskind er ist. Jetzt stellen Sie sich vor, ein AfD-Politiker hätte in irgendeiner anderen Form, in einem Kontext dies gesagt, was da los gewesen wäre. Da wäre der Verfassungsschutz so wieder sofort auf den Plan gerufen worden. Also wir impfen zurück Deutschland zurück in die Freiheit. Und das sind einfach Sätze, wo ich sage, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das erinnert mich ein Stück weit wirklich an die Diktatur der DDR, was hier manche Politiker in diesem Land mittlerweile äußern. Das ist wirklich unverantwortlich und das lehnen wir strikt ab. Und gehen wir mal ein Stück weiter. Wir reden ja aktuell von 2G. Heute hat, glaube ich, die sächsische Landesregierung auch die 2G-Regelung für Sachsen weitestgehend beschlossen, dass das sozusagen mit eintreffen soll. Diese skandalöse und chaotische Vorgehensweise in Berlin, aber auch in Dresden mit 2G bedeutet den faktischen Ausschluss zum Beispiel auch der Kinder unter 12, die mit ihren Eltern zum Beispiel zusammen ins Restaurant gehen wollen oder eine Veranstaltung besuchen wollen. Das hat man in Berlin dann recht schnell gemerkt, welche Fehler man dort begangen hat, hat dann nach massiven Protesten dieses zumindest für die Kinder zurückgenommen. Aber was erleben wir aktuell? Und ich erlebe es ja gerade durch die vielen Wahlkampftermine im Bund, dieses Hin und Her, Hü und Hott. Niemand sieht mehr richtig durch, in welchem Bundesland überhaupt noch was gilt. Ich fahre von Sachsen aus, wo noch vor kurzem keine Maskenpflicht herrschte, nach Baden-Württemberg, da ist Maskenpflicht, okay, nehme ich mit. Dann fahre ich nach Bayern, da ist auch Maskenpflicht, aber da ist dann die FFP2-Maske Pflicht. Da wäre ich angeranzt, weil ich die FFP2-Maske nicht aufhabe. Dann wäre ich aus Hotels rausgeschmissen, habe ich wirklich erlebt, da, weil ich keinen Impfpass dabei habe, obwohl ich einen Test habe. Also dieser Wahnsinn. Und diese Spaltung in diesem Land, und darauf komme ich dann gleich zurück, wer in diesem Land wirklich die Spalter sind. Sie sehen ja die Plakate, die überall in Weißwasser und Umgebung hängen, wo ich wirklich sagen muss, wie frevelhaft sind eigentlich diese Politiker, die hier in diesem Land das Volk spalten, mit ihren Sätzen, mit ihrer wirklich perfiden Forderungen, die sie mittlerweile aufsetzen. Das ist Spaltung für mich. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich mir diese 2G-Regelung anschaue, die ja dann ganz schnell auch in Rechtslage, also in rechtskonformen Regelungen umgesetzt wurde, da wird mir wirklich übel. Das sind Freiheitseinschränkungen für gesunde Bürger mittlerweile gibt, für gesunde Bürger, die nicht krank sind. Das ist wirklich Wahnsinn, was in diesem Land passiert und das lehnen wir ab. Und auf welcher Grundlage vor allen Dingen das passiert, das weiß ja aktuell auch niemand. Wenn man in die Vergangenheit ja mal schaut, was
auch aktuell passiert ist, gucken wir uns die Intensivbettenbelegung an. Da wurde in vielen Krankenhäusern geschummelt bei einem Inzidenzwert, der dann auf einmal keine Rolle mehr spielen sollte, weil wir ja jetzt über die Hospitalisierungszahlen reden. Aber merken Sie davon was in den Medien? Nein, wir reden wieder von den Inzidenzzahlen. Also es geht weiter und es werden trotzdem die Inzidenzien hochgehalten, wo wir wissen, dass die, weiß Gott, nicht wissenschaftlich nachgewiesen sind, dass wir diese Ausweitung auch von diesen Tests in dieser Form auch ablehnen. Und mittlerweile muss man sich ja wirklich fragen, ob die Bürger sich überhaupt auf irgendwas verlassen können, auch selbst auf die Hospitalisierungsraten, die gebracht werden, und auch aktuell auf die Corona-Intensivpatienten. Wie die gezählt werden, wir wissen es nicht genau, ob dort positive Tests genauso dazugehören. Also diese Erfahrung haben ja die Bürger mittlerweile gemacht, deswegen braucht man sich auch nicht wundern, dass in diesem Land eigentlich kaum noch jemand Vertrauen, egal in welche Institutionen, egal in welche Regierenden haben. Und ich will mal ein paar Beispiele nennen, wie auch Vertrauen erschüttert wird. Nehmen wir das Beispiel vom 3. September. Dort hatten sich 380 Geimpfte und Genesene, also genau diese 2G-Regelung, bei einer Party unter 2G-Bedingungen versammelt. Und genau dort sind 72 Besucher der Party, haben sich trotzdem mit Corona angesteckt. Also allein das zeigt, in welchem Widerspruch das ist. Also was bringt denn die Sicherheit dieses sogenannten 2G? Oder am 10. September meldet das Robert-Koch-Institut rund 31.000 Impfdurchbrüche, also Corona-Erkrankungen bei doppelt Geimpften. Impfdurchbrüche, auch so ein Satz oder so ein Wort, was ich noch nie gehört habe. Jetzt wissen wir alles, was Impfdurchbrüche bedeutet. Also da muss man sich wirklich fragen, wer sich mit einer, und das will ich auch ganz klar sagen, wer sich mit einer Impfung schützen will, und das ist das, was auch wir als AfD ganz klar sagen will, wer sich mit einer Impfung schützen will, der kann sich impfen lassen. Gar keine Frage, das soll jeder machen, wie er möchte. Aber diese Entscheidung muss in der Hand einer jeden Person bleiben. Freiheitsrechte sind individuelle Rechte und die sind nicht verhandelbar. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und einen Punkt möchte ich noch sagen, ich habe heute auch im Mittagsmagazin dazu ein Interview gehabt, bezüglich unserer Kinder, was aktuell passiert in den Schulen, Kindergärten, auch dort gibt es ja jetzt Kampagnen in Schulen, da werden schon Zettel ausgeteilt, ob die Kinder sich in der Schule impfen lassen dürfen, ob die Eltern nicht gleich mitkommen wollen. Da sage ich ganz klar, auch als dreifacher Familienvater, das ist wirklich obszön, Finger weg von unseren Kindern. Ich halte das wirklich für absolut unverantwortlich, wie hier mit unseren Kindern umgegangen wird, dieser Druck auch ausgeübt wird, wie auch dort gespalten wird zwischen geimpften und ungeimpften Kindern, die verstehen es nicht. Und Kinder waren und sind nie Pandemietreiber in diesem Land gewesen. Ich habe es auch absolut für falsch empfunden, dass die Kindergärten und Schulen geschlossen wurden. Was hier auch im sozialen Bereich, auch im Bildungsbereich für Fehler begangen wurden, das ist kaum aufholbar. Es hatte nicht jeder die Möglichkeit, Homeschooling und was auch immer zu machen. Also diese Spaltung der Gesellschaft, gerade was unsere Kinder angeht, und ich bin wirklich mit vielen auch Kinderärzten in Kontakt. Gehen Sie mal und fragen Sie mal nach, wie es mit den Kinderärzten, auch bei den Kinderärzten, was psychologische Probleme mittlerweile in diesem Land bei Kindern angeht, dass die Tageskliniken voll sind mit Kindern. Sowas ist unfassbar, dass mittlerweile mir Kinderärzte sagen, in Tageskliniken werden nur noch Kinder aufgenommen, die schwer suizidgefährdet sind. Wo man sich wirklich fragen muss, Kinder, die suizidgefährdet sind, was ist in diesem Land eigentlich los? Was ist hier eigentlich passiert? Das sind die größten Fehler, die hier begangen wurden und deshalb darf sich sowas auf keinen Fall wiederholen, liebe Freunde. Ja, aber wir erleben es ja in vielen Bereichen, gerade was die aktuellen Themen angehen. Und ich will ganz klar sagen, unsere überlebenswichtigen Themen, Naturschutz, auch unser Wunsch nach guter Luft und sauberem Wasser, das wird alles in kollektive Angstreligion mittlerweile umgeleitet. Und das nächste Thema ist ja die Angstreligion, diese Multimediale, die aufgebaut wird im Einklang mit diesem ganzen Panikorchester der Lauterbachs, Spahns, Söders. Ich habe hier bloß ein Ö gesehen, Siegbert. Nein, Söders, Wielers, also Siegbert Drüse nicht. Ja, das muss auch dazugehören. Siehst du mal, ich habe das schon so oft gesagt, jetzt bist du dabei gewesen. Nein, also wie gesagt, Kretschmas, das war natürlich diese ganze Panik, die ja oft betrieben wird. Also diese Angstindustrie verbreitet wirklich immer mehr Angst und Schrecken. Und mit dieser Angst wird mittlerweile hier in diesem Land Politik betrieben. Das muss man sich vorstellen. Und wir haben mittlerweile Angst vor der Kernenergie.
der Klimaapokalypse, der Vogel- und Schweinegrippe, wurde uns gesagt, dem Verbrennen im Höllenfeuer, der Erderwärmung, die fossilen Brennstoffe, Covid-19, alles wird in Angst und Panik verbreitet und besonders natürlich Klimapolitik, das hat mittlerweile schon religiöse Dimensionen angenommen, was in diesem Land passiert, um uns natürlich auch hier die Glaubensgrundsätze vergangener Jahrhunderte, das ist die Ersatzreligion und wir können natürlich diese Schuld, die wir auf uns genommen haben, die Schuld unserer Lebensweise, die können wir mit Ablass, und das ist die CO2-Steuer, die können wir natürlich gewähren und bezahlen, damit sollen wir uns besser fühlen. Und diese Verbote und dieses kranke Denken mittlerweile dominiert in diesem Land fast alles. Alles Mögliche wird verteufelt, wahrscheinlich kann man irgendwann bloß noch auf Rezept Fleisch in der Apotheke bekommen und deshalb finde ich auch ein Stück weit, diese Übergriffigkeit der Fragestellung, die ich auch selbst im Interviews ja immer wieder erlebt habe, ob ich nun geimpft bin oder nicht, also man will sofort klassifizieren in gut oder böse. Und ich finde, das hätten Sie sich das vor 2 Jahren mal gefragt oder selbst erwartet, dass Sie jemand fragt, ob Sie geimpft sind oder ob Sie beim Frauenarzt waren oder beim Urologen. Die nächste Frage wird dann wahrscheinlich sein, welches Auto fahren Sie? Ja, fahren Sie in Diesel, ne? Sie sind ja ein Dreckschwein, warum fahren Sie kein Elektroauto oder Sie essen am Montag, Dienstag, Mittwoch Fleisch, wieso essen Sie eigentlich schon am Montag Fleisch, also diese Übergriffigkeit und Sie werden es erleben, wir lachen jetzt noch drüber, wir werden es erleben, das werden immer wieder Fragen kommen, wo in unser Leben eingegriffen wird und ich halte das wirklich für absolut übergriffig und sowas sollten wir von vornherein begegnen, dass wir uns in dieser Weise ins Privatleben eingreifen lassen, das lehne ich, das lehnen wir ab und darauf müssen wir so zeitig wie möglich aufmerksam machen, denn so spaltet man weiter die Gesellschaft und so spaltet man weiter unser Land. Ja, und dann komme ich zu dem Punkt Klimapolitik. Und wir haben es ja erlebt, auch da gab es in den letzten 16 Jahren, gerade unter der Regierung Merkel, verschiedene Kipppunkte, die diese Spaltung in diesem Land vorangetrieben hat. Es wird ja immer wieder gesagt, die AfD ist diejenige Partei, die diese Spaltung betreibt. Ja, wir sind eigentlich erst entstanden daraus, weil diese Bundesregierung oder die Regierung unter Angela Merkel dieses Volk, dieses Land nicht mehr zusammenhalten kann oder wahrscheinlich auch nicht mehr zusammenhalten will. Das ist der Grund, warum es uns eigentlich gibt. Ich war zumindest früher auch FDP, CDU-Wähler und war eigentlich mit einigen Punkten unter Helmut Kohl noch relativ zufrieden, auch als selbstständiger Handwerksmeister. Aber was ich aktuell erlebe oder was wir erleben, zeigt eben, dass es eine Alternative für Deutschland braucht, dass wir eigentlich noch diejenigen sind, die die Bürger vertreten, die diejenigen vertreten, die in diesem Land noch arbeiten. Und wenn wir uns mal anschauen, was die ersten Kipppunkte waren, und das war zum Beispiel die Fehlentscheidung nach Fukushima, dass man den Kernenergie sofort ausgetreten ist und auch das war eine Entscheidung von Frau Merkel von heute auf morgen, auch sofort gegen jeglichen Verstand. Und da ist das zweite Mal, 2015 dann, mit der Flüchtlingskrise, ist das Land das zweite Mal gekippt, die Entscheidung, unsere Grenzen zu öffnen, unkontrollierten Migrantenstrom auszusetzen. Das hat Europa und auch Deutschland nachhaltig bis heute im Übrigen gespalten. Und das sind die Dinge, die wir natürlich immer wieder ansprechen und aktuell natürlich auch den Kohleausstieg, den wir erleben. 2038, das ist ja der sogenannte Konsens, der getroffen wurde. Ja, und das sage ich auch. Mittlerweile diskutiert Rot-Rot-Grün mit dem Kohleausstieg 2030. Das würde bedeuten, in 9 Jahren soll der Kohleausstieg forciert werden. Auch das sagt eigentlich, wie verfehlt diese Politik ist. Noch dazu, wo wir hier gerade in unserem Landkreis die modernsten Kohlekraftwerke aufweisen können. Sichere Energieversorgung, grundlastfähige Energieversorgung. Aber nein, man möchte weiter die Erneuerbaren ausbauen. Wir wissen aktuell, dass zum Beispiel auch dieses Jahr die Kohleverstromung den höchsten Anteil hat, um unsere Versorgung sicherzustellen. Die Windkrafträder, die stehen meistens, auch aktuell, wenn man durchs Land fährt. Wir haben dies ja kaum durch erneuerbare Energien, durch Windenergie, Stromversorgung. Also das sind alles Dinge, die wir natürlich als absolute Wahnsinn bezeichnen und die kaum finanzierbar sind. Das ist ja der Punkt. Was nützt es, wenn wir die CO2-Steuer erhöhen? Bringen wir in irgendeiner Weise damit das Klima auf Vordermann? Im Gegenteil, wir wollen weiterhin Ablasshandel damit bringen, damit wird man das Klima nicht retten, das lehnen wir ab. Deswegen muss diese CO2-Steuer, die sozial auch ungerecht ist, abgeschafft werden, genauso wie die EEG-Umlage.
Ja, und jetzt möchte ich mal noch vielleicht für einige Dinge nochmal besprechen, was wir aktuell auch fordern, auch wirtschaftspolitisch. Handwerk, Mittelstand ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was ich selbst im Ausschuss für Energie und Wirtschaft im Bundestag immer wieder betreibe. Und wir erleben es ja aktuell, was die Steuerthematik angeht. Hier wird ja viel versprochen schon, wie viel Steuern wir einsparen werden die nächsten Jahre, wie viel Steuern gespart werden sollte, wie umverteilt werden sollte. Und ich sage es immer wieder, wir müssen in diesem Land auch endlich mal die Ausgabenseite in den Blick nehmen. Das macht nämlich niemand. Die Ausgabe betrachten, Einnahmen, Ausgaben. Wenn es nicht reicht, heißt es bei uns immer Steuererhöhung oder Abgabenerhöhung. Ausgaben, 800 Milliarden Euro hat Deutschland an Steuereinnahmen. Und ich bin der Meinung, wir können locker 100 Milliarden einsparen, was die Ausgaben angeht, wenn wir uns die Ausgabenseite mal anschauen. Dazu brauchen wir natürlich auch in Deutschland endlich mal einen Kassensturz. Das bringt auch Transparenz, übrigens auch Vertrauen in diese Regierung oder insgesamt in die Regierenden, wenn man uns endlich mal sagt, für was gibt denn Deutschland alles Geld aus in diesem Land? Und ich will da ein paar Beispiele mal nennen. Drei Beispiele, wo man Einsparungen vornehmen könnte, die auch von uns programmatisch im Bund und Land teilweise sogar kommunal gefordert werden. Das sind die Migrationskosten, über die ja niemand mehr sprechen möchte. Wir reden da von 40 bis 60 bis 80 Milliarden. Nicht mal die genauen Zahlen, was Bund, Land, Kommune bezahlt, wissen wir. Auch da gibt es unterschiedliche Zahlen, auch da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Herr Raffelhüschen spricht davon, dass 450.000 Euro pro Flüchtling, der gekommen ist, Deutschland belastet. Und Hans-Werner Sinn sagt da, also die 450.000 Euro pro Flüchtling, die sind noch positiv gerechnet. Jetzt kann man sich das mal ausrechnen. Also wir kommen auf Milliardenbeträge, die Wahnsinn sind. Wir haben aktuell allein in Hartz IV 1,6 Millionen Nicht-EU-Bürger, die in Deutschland Hartz IV beziehen. 1,6 Millionen Menschen, nicht EU-Bürger, also keine Bulgaren, keine Rumänen, keine Portugiesen, keine Spanier. Ja, das sind Leute, die in Deutschland voll versorgt werden, die in dieses System nie eingezahlt haben. Und das ist ungerecht und das müssen wir beenden. Das geht nicht, das macht kein Land der Welt, außer natürlich Deutschland. Also das muss abgeschafft werden. Nächster Punkt, auch das ist ja eine Forderung, die wir, wo wir viel kritisiert werden, sind natürlich die Ausgaben nach Europa, nach Brüssel. Wenn man sieht, Großbritannien ist ausgestiegen aus der EU, wer zahlt die Zeche, wer zahlt den Ausgleich? Maximilian Krah wird das dann berichten aus Brüssel. Ich hätte mir gewünscht, dass das Europaparlament sich verkleinert. Was ist passiert? Es hat sich nicht verkleinert. Die Abgeordnetensitze wurden aufgeteilt, trotzdem ein Nettozahler ausgestiegen sind. Was für eine Ignoranz vor allen Dingen auch der demokratischen Strukturen. 60.000 Beamte mittlerweile arbeiten oder sind in Brüssel. 60.000. Da fragt man sich, was machen diese 60.000? Auch das, Max, kannst du uns dann gerne berichten, was ihr dort alles macht. Also das ist auch ein Ding, wo man sich wirklich fragt, wer bezahlt das alles? Es ist einfach Wahnsinn. 83% der Gesetze, die in Deutschland verabschiedet werden, werden in Brüssel vorgefertigt. Wir sind nur noch die Abnicker im Deutschen Bundestag und haben keinen Einfluss mehr darauf. Und dann stellt sich selbst die SPD und die CDU hin und sagt, ja, wir können nichts machen. Das sind Gesetze, die haben wir in Brüssel, die wurden in Brüssel verabschiedet. Ja, wer sitzt denn in Brüssel? Ja, die zweite, dritte Garde, genau der Altparteien, CDU und SPD, die das verbockt haben. So schiebt man sich die Kompetenzen her. Auch das ist, denke ich, ein Grund, warum man sagt, noch dazu mit den Kosten, die wir aufbringen müssen, 20, 30, 40 Milliarden zusätzlich pro Jahr, dass wir aus dieser EU raus wollen. Und deswegen sage ich auch nochmal ganz klar, wir sagen deswegen nicht Nein zu Europa, wir sagen Ja zu Europa. Wir wollen in Europa sicherlich einen starken Staatenverbund souveräner Staaten. Wir sagen Ja zu Europa, aber Nein zu dieser EU. So, und dann komme ich noch zum letzten Punkt, wo man auch Geld einsparen kann. Das ist vielleicht bloß ein kleiner Betrag. Das sind die 550 Millionen Euro, die Deutschland an Kindergeld ins Ausland bezahlt. An Kinder, die weder deutsche Staatsbürger sind, noch dass die in Deutschland leben oder wohnen. 550 Millionen Euro ist einmalig, bezahlt kein anderes europäisches Land. Österreich hat diese Geldströme mittlerweile reduziert. Also auch das ist ein Betrag, wo man sagen kann, weg damit, 550 Millionen Euro. Noch dazu wissen wir ja teilweise nicht mehr, ob es diese Kinder überhaupt gibt. Also auch dort gibt es ja teilweise Blüten, die sich die letzten Jahre gezeigt haben, wo man sich wirklich fragt, ob das überhaupt noch notwendig ist. Also auch das muss reduziert werden. Und natürlich auch ein Betrag, der jedes Jahr erhöht wird, und zwar richtig kräftig, ist der Kampf, der sogenannte Kampf gegen rechts. 1 Milliarde Euro an Vereine, Institutionen, die uns beschimpfen,
die uns denunzieren, wo ich sage, Leute, ja, die einen schlechten Bildungsgrad haben, das Steuergeld anderer Leute Gassi tragen. Und da sage ich auch, diese Gelder müssen eingespart werden. Das sind Gelder, die unseren Rentnern eigentlich zustehen, unseren Kindern. Diesen Taugenichtsen sollte man keine 1 Milliarde mehr zugeben. Das ist auch ein Punkt. Und da habe ich jetzt mal eine kurze Zusammenfassung gebracht, wo man locker 100 Milliarden Euro einsparen könnte. Also wir haben die Möglichkeit als Deutschland auch Einsparungen vorzunehmen, um natürlich auch die Ausgabenseite damit auch zu gestalten. Damit könnte man die Bürger entlasten, was EEG-CO2-Steuer angeht. Damit entlastet man den Mittelstand, damit entlastet man das Handwerk, die Familien etc. Denn wir werden es eins erleben, egal wer nächstes Jahr regiert, das sage ich Ihnen jetzt schon voraus, die Benzinpreise werden die 2-Euro-Marke locker überschreiten. Und da ist es egal, ob Sie FDP wählen, die machen nichts besser. Alle wollen diese CO2-Steuer, die Strompreise, auch jetzt schon übrigens angekündigt, 3 Cent Erhöhung pro Kilowattstunde ab Januar. Also das sind Kostenvolumen, wo mittlerweile die Stromkosten, die Verbrauchskosten die zweite Miete sein werden in diesem Land, die sich viele Menschen nicht mehr leisten können. Und das fordern selbst die Linken, wo ich immer wieder erstaunt bin, wo ich sage, das ist für mich asozial, weil genau das die Ärmsten unserer Bevölkerung trifft. So, und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf den sogenannten Strukturwandel, auf unseren Kohlekompromiss, es wird ja immer davon geredet, diesen Kohlekompromiss in diesem Land gesprochen wird, und da frage ich immer, welchen Kompromiss meinen eigentlich die Regierenden? Ich habe es ja selbst erlebt, Ausschuss Wirtschaft Energie, mit Herrn Altmaier habe ich meine Diskussion geführt, was das BAFA-Zentrum hier in Weißwasser angeht, hat er sich ganz toll gerühmt, wie schön das doch ist, wie toll das doch ist, Herr Kropala, dass wir gerade in Weißwasser das geschaffen haben, Sie müssten doch glücklich sein. Aber gucken wir uns mal genauer an, was hier eigentlich passiert ist mit diesen Kohlekompromiss, diesen sogenannten Kompromiss, mit wem wurde der eigentlich getroffen? Eigentlich eher mit Lobbyorganisationen, mit Umweltverbänden, aber vorbei an den Bürgern, vorbei an den Unternehmen, teilweise sogar vorbei an den Kommunen. Es wurde mit Kommunen verhandelt, die teilweise ja, ihre Bürgermeister wohlwollend dabei hatten, CDU, teilweise SPD, die ihre Wünsche in Form von Spaß und Spiel dort reguliert und einbringen konnten, aber insgesamt bleibt für die Region, was wertschöpfende Arbeitsplätze angeht. Und das ist genau das, auf das ich immer wieder spiele. Wertschöpfende Arbeitsplätze werden mit diesem Kompromiss überhaupt nicht geschaffen. Wenn man sich anschaut, gerade aus diesem Fonds, der die Lausitz ja mit 8, 9, 10 Milliarden Euro bedienen soll, fragt man sich, und ich habe mir mal die ganzen Projekte angeschaut, und diese Projekte muss man einfach sich mal anschauen und auf der Zunge zergehen lassen, wie groß im Übrigen die Lausitz mittlerweile geworden ist. Sie werden staunen, wenn man sich das anschaut. Ich nenne mal einige Projekte, die aus dem Kohlefonds Lausitz in Sachsen, also auch natürlich auch in Brandenburg, finanziert werden. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Erlebnisschloss Seifersdorf, Wachau. Das ist 23 Kilometer vor Dresden. Das wird aus dem Kohlefonds Lausitz finanziert. Oder in Radeberg die Rotich-Erweiterung. Das liegt 17 Kilometer vor Dresden, Lausitz. Kulturhaus Bischofswerda. Die Krönung kommen noch mehr Krönungen. Kindertagesstätte Weißig. Wird aus dem Fonds Lausitz finanziert. Kindertagesstätte Weißig. Weißig ist am Weißen Hirsch in Dresden. Das ist Strukturförderung Lausitz. Touristische Erschließung Teichwiesen Bad Ottendorf-Okrilla. Lausitz, das ist 20 Kilometer vor Dresden. Die Krönung mit 420 Millionen Euro. Mit 420 Millionen Euro wird das RKI in Wildau aufgebaut. Wildau liegt zwischen Berlin und Königs Wusterhausen. Das ist Lausitz, so werden die Gelder verteilt. Also das sind Dinge, wo man sich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Also für die Lausitz bleibt am Ende nicht mehr viel übrig und wenn dann nur für Spaß und Spiel. Ich kann Ihnen noch einige andere Dinge nennen, wo ich nicht weiß, was es eigentlich bedeutet. Wenn man zum Beispiel schaut, selbst in meinem Wahlkreis in Zittau wird die digitale Transformation Rathaus bezahlt. Was ist das eigentlich? Wird damit ein Arbeitsplatz geschaffen für die Leute, die in der Kohle arbeiten? Oder die Neugestaltung und Digitalisierung des Tourismus- und Regionalentwicklungszentrums? Was soll das eigentlich sein? Oder in Schönmach der Neubau touristischer Radwege? Ist sicherlich alles wichtig und nötig, aber wird damit irgendein Arbeitsplatz geschaffen? Und so geht das eins zu eins weiter. In Rietschen soll zum Beispiel die Verbesserung und der Attraktivität des touristischen Radwegenetzes vorangebracht werden.
was wollen wir damit? Es ist alles sicherlich ein Teil, wo man sagt, wir brauchen gute Radwege, aber damit werden keine Arbeitsplätze geschafft. Und das ist genau das, was ich sage, das ist Filz der CDU. Hier werden Bürgermeister, die wohlwollend mit Michael Kretschmer zusammenarbeiten, bedient, die ihre Wunschliste gebracht haben. Und so wird im Prinzip hier dieser Strukturwandel zum Strukturschwindel, weil so wird nicht ein einziger Arbeitsplatz geschaffen. Was wollen wir? Und da kann ich unsere Forderung mal klar definieren, weil es wird ja immer gesagt, ja, was hat denn die AfD für Forderungen? Wir brauchen als allererstes mal eine Gesamtstrategie, was diesen Landkreis, aber auch was den Landkreis Bautzen und vielleicht auch Brandenburg angeht. Hier gibt es nämlich Brandenburg und Sachsen konkurrieren, auch was die Gelder angeht. So hauen die sich auch in Berlin die Köpfe ein. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Also hier gibt es einfach keine Gesamtstrategie, was nach der Kohle passieren soll. Und deshalb auch für uns müssen hier Vorhaben, was Infrastruktur angeht, endlich mal begonnen werden. Also was Straße, Schiene angeht, da sagen wir ja nicht nein. Aber aktuell, Verkehrswegeplan Dresden-Görlitz ist rausgefallen aus diesen Projekten der aktuellen Weiterentwicklung. Und wenn ich mir anschaue, wenn man hier spricht, es gibt ja hier Gegenkandidaten oder Mitbewerber, ich nenne es mal so, die sich hier aufstellen, die hier von einem ICE nach Weißwasser fabulieren und nach Zittau. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, wer sowas erzählt und wir alle, wenn wir hier drinnen sitzen, selbst wenn das technologisch ginge, wir alle werden das nicht mehr erleben in unserem Leben. Es ist einfach Schwachsinn, was hier gefordert wird. Und wenn man ein ECE durch Weißwasser fahren lassen will, da können Sie die halbe Stadt abreißen. Also das sind einfach Phantastereien, die unsinnig sind, die übrigens, die wir auch nicht brauchen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Wir wollen natürlich hier eine ordentliche Anbindung an den Fernverkehr. Von mir aus gerne einen Regionalverkehr im Halbstundentakt, wo pünktlich Züge fahren. Und wir wollen im Bahnhof, wo es eine Toilette gibt. Wollen wir uns nicht einfach erstmal auf die kleinen Dinge verständigen? Da sind wir ein Stück weiter, bevor man wieder uns irgendwelche Luftschlösser verspricht, was seit 30 Jahren in diesem Land mittlerweile passiert. Und was man auch machen könnte, auch das ist natürlich, über das niemand mehr groß spricht, der Landkreis Görlitz ist mit eines der höchst verschuldeten Landkreise in Sachsen. Der Landkreis Görlitz hat 170 Millionen Euro Schulden. Also alle großen Städte, alleine die Städte Görlitz, Weißwasser, Reichenbach, Zittau, Löbau, haben 100 Millionen Euro Schulden. Also selbst wenn Förderung da wäre und da ist und eine 10%ige Selbstbeteiligung nötig wäre, können sich diese Städte nicht mal die 10% Selbstbeteiligung leisten. Die sind einfach pleite. Also deswegen müsste man als allererstes die Kommunen und die Städte entschulden, als erste und zweite Forderung. Und dann, was wir natürlich absolut brauchen, ist in diesem Freistaat und auch natürlich ein Stück weit die ganzen östlichen Bereich, was Neiße oder angeht, bis hoch an die Ostsee. Wir brauchen eine Sonderwirtschaftszone, um hier Industrie und auch wieder Mittelstand anzuziehen. Das habe ich 2017 gefordert. Mittlerweile hat die CDU es ein bisschen akzeptiert und nimmt es auch auf, um hier natürlich auch die Bereiche Wirtschaft und Industrie anzuziehen. Und wir brauchen natürlich in der Weise auch Förderung derjenigen Unternehmen, die noch da sind. Also, dass die vergünstigte Kredite bekommen, denn das schafft wesentlich mehr Arbeitsplätze, als uns zu versprechen, dass hier sich noch ein großer DAX-Konzern ansiedeln soll. Also liebe Freunde, das ist 30 Jahre nicht passiert. Warum soll jetzt ausgerechnet jetzt hier ein DAX-Konzern herkommen? Die Sonderwirtschaftszone im Übrigen, die gibt es auf der polnischen Seite. Fahren Sie nach Breslau. Da sind die deutschen Unternehmen, die mit Steuergeld dorthin gegangen sind. Daimler, die Lufthansa, Hörmann, die haben dort große Unternehmen gegründet und gebaut und haben sich mit deutschem Steuergeld dort niedergelassen. Dort ist eine Arbeitslosigkeit von 0%. Vollbeschäftigung in Polen. Also es geht mit der Sonderwirtschaftszone. Das müssen wir für uns als erstes fordern, denn wir bezahlen sowieso. Und für mich gehört natürlich auch zur Infrastruktur, und damit möchte ich fast schließen, dazu, dass es nicht nur die Straße und die Schiene ist, was Infrastruktur ausmacht, sondern was macht eigentlich das ländliche Leben in diesem Wahlkreis auch aus. Wir brauchen natürlich auch die Infrastruktur, was zum Beispiel Krankenhäuser angeht. Weißwasser ist ein gutes Beispiel, die kurz vor der Schließung schon standen und immer noch darum kämpfen. Das ist für mich Grundvoraussetzung, dass hier auch der Staat unterstützt, dass ein Krankenhaus im Umkreis von 50 Kilometern erhalten bleibt. Es kann nicht sein, dass die Geburtenstation hier wochenlang zu war, dass hier Frauen, die hier ein Kind kriegen wollen, 50 Kilometer durch die Botanik fahren müssen. Wo kommen wir eigentlich hin? Also das muss Grundvoraussetzung sein, dass Gasthöfe auch da sind.
dass Gasthöfe da sind, dass natürlich auch ein Landarzt da ist, dass ein Supermarkt da ist, eine Post, eine Sparkasse. Das sind Grundvoraussetzungen und natürlich auch ein Stück weit ist für mich das auch Grundinfrastruktur, die da sein muss, die muss gefördert werden. Dann denke ich mal, sind wir ein Stück weiter. Also insgesamt, denke ich, können wir diesen Landkreis weiterhin positiv gestalten, wenn wir nur wollen, wenn wir dahin gehen, dass auch diejenigen, die noch da sind, dass die gefördert werden, dass die Unterstützung bekommen, bevor man uns neue und andere Dinge verspricht. Das ist auch mein Ziel, was ich immer wieder bringe, was ich auch immer wieder voranbringen möchte für die Region. Denn aktuell, und das muss man uns auch mal ehrlich sagen, aktuell hat der Landkreis Görlitz noch 160.000, 165.000 Einwohner, aber die Abwanderung, die ist noch nicht mal gestoppt. Also wir reden immer noch davon, dass wir die Abwanderung erstmal stoppen müssen. Der Landkreis Görlitz verliert pro Jahr 4.000 Menschen. Das ist also ein schon größeres Dorf, was jedes Jahr verschwindet aus dem Landkreis Görlitz. Und wir fabulieren hier von den kühnsten Träumen und wir müssen noch dazu Kraftwerksschließungen wahrscheinlich die nächsten 10, 15 Jahre hinnehmen. Also das sind die Probleme dieser Region. Also müssen wir erst einmal dafür sorgen, dass Menschen hier bleiben, bevor wir davon sprechen, dass neue wieder zurückkommen, dass wir neue Angebote schaffen. Und das muss man, da muss man sich auch mal ein Stück weit ehrlich machen. Aber diese Politik hat die CDU verursacht. Dafür muss sie auch zur Verantwortung gezogen werden. Im Landkreis Görlitz regiert die CDU seit 1990, im Landtag regiert die CDU seit 1990, im Bund die letzten 16 Jahre. Und da braucht niemand hier sich herstellen von der CDU und irgendwelche Geschichten uns erzählen, wer hier die Spalter sind, wer hier die Hetzer sind. Die CDU hat das zu verantworten und ich bitte Sie, am 26. September dieser Partei endgültig die rote Karte zu zeigen und uns zu unterstützen. Wir werden für Sie kämpfen, wir werden für Sie, für die Bürger, für diejenigen, die in diesem Land noch wertschöpfend arbeiten, die in diesem Land noch zeigen, was im Prinzip Heimat bedeutet, was Kultur bedeutet, was Identität bedeutet. Dafür werden wir Sie natürlich mit unterstützen in den Parlamenten und deshalb bitte ich freundlichst um Ihre Stimme am 26. September für die AfD und bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Applaus